Ich begrüße alle unsere Zuschauer rund um den Erdball. Ich bin mir sicher, Sie sind genauso gespannt auf diese Partie wie ich. Wir müssen uns nur noch kurz gedulden, bis die Spieler auflaufen. Danach kann es endlich losgehen. Herzlich willkommen. Ich bin Marco Hagemann, ebenfalls anwesend. Natürlich Hansi Küpper. Was für ein Spiel, das vor uns liegt. Ich glaube, wir dürfen uns alle glücklich schätzen, dass wir hier und heute dabei sind. Natürlich kein großes Spiel ohne Hymne. Der passende Auftakt für dieses große Event. Kurze Frage, wer ist hier der Wichtigste auf dem Platz? Es gibt einen echten Mittelfeld-Allrounder auf dem Rasen und der heißt Aaron Ramsey. Und wenn er das heute wieder umsetzt, dann bin ich mir sicher, wird er diese Partie maßgeblich mitentscheiden. Ja, ich denke dasselbe. Er ist der Taktgeber seines Teams. Sané. Und er holt ihn sich zurück. Da kann er froh sein, dass er den noch bekommen hat. Echt schönes Flügelspiel. Schönes. Da steigt er hoch. Da ist das Tor. Ist das der Treffer zum Titel? Und der Kerl steht richtig gehend in der Luft. Sie haben in dieser Situation, warum auch immer, die Lufthoheit und sie nutzen sie aus. Damit ist dieses Spiel hier eröffnet. Aguero. Cazorla hat den Ball und versucht, das Spiel schnell zu machen. Der Verteidiger mit humorlosem Einschreiten. Das war aber auch bitter nötig. Aubameyang. Beim Zusammenspiel. Physisch enorm präsent. Er versucht's. Jetzt ist er drin. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Fußballspiel? Ja, das Geschenk, das können wir mal annehmen. Genau so haben sie sich das vorgestellt. Den Gegner früh unter Druck setzen, die Kugel erobern und dann alles richtig machen. Sie haben es getan und das ist das Tor. FC Arsenal. Jetzt mit einem ganz bequemen 2-Tore-Vorsprung. Das ist jetzt die Frage. War's das? Sie haben die Führung ausgebaut. Ist das schon die Entscheidung? Oder erleben wir doch nochmal die Wende?
Marchetti. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Hier ist Agüero. Am Ende wurden sie vom Gegner eingeschnürt und fanden keinen Ausweg mehr. Mkhitaryan. Das war die letzte Aktion der ersten Hälfte. Was sagst du zur ersten Hälfte, Hansi? Die Ausgangslage ist komfortabel. Wenn sie nachlegen, dann haben sie es schon früh geschafft. Ansonsten müssen sie aufpassen, dass der Gegner sich nochmal den zweiten Atem holt. Nach Durchgang Nummer 1, also 2:0. Hälfte 2 ist eröffnet. Mesut Özil. Über die Seite. Unglaublich viele Freiheiten da, wie der sich hochschraubt. Und noch ein Tor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das nochmal nehmen lassen. Hervorragend erwischt er den mit dem Kopf. Das ist der viel zitierte Kopfball aus dem Lehrbuch. Er bringt sich in Position und dann macht er alles, aber wirklich alles richtig, mit viel Gefühl in der Stirnplatte. Damit also steht's 3:0. Delph. Ein sehr guter Lauf. Da tankt er sich durch. Das könnte was werden. Überragend von Aubameyang. Also man kann nicht behaupten, dass sie sich auf ihrem Vorsprung ausruhen würden. Dicker Schnitzer vom Torhüter und dafür bekommt er die Quittung. So ein Fehler darf dem Torwart nicht unterlaufen und er selbst weiß das am allerbesten. Jetzt gibt's einen richtig schönen Streifen hier. Da kann er sich lösen. Sie nutzen den Raum auf dem Flügel. Versucht den Pass da durch die Gasse. Jetzt aber. Er geht rauf und der Ball fliegt ins Netz. Komplett auseinandergenommen. Heiliger Himmel, die werden hier ja regelrecht geschreddert. Der Hattrick ist perfekt. Dem gelingt heute einfach alles, wenn der mich nach dem Spiel ins Spielcasino einlädt. Ich gehe gerne mit. Oh je, jetzt wird's richtig bitter. Klasse Technik. Ui, das ist eine Chance. Abschluss. Der ist drin. Das ist doch kein Fußball mehr. Das ist eine Vorführung. Also da arbeitet aber jemand so richtig an der Tordifferenz. Und warum nicht? Die Gelegenheit ist ja da. Und damit hat er den Hattrick erzielt. Alles, aber wirklich alles gelingt ihm heute. Er macht seine Tore fast nach Belieben. Raus auf die linke Bahn. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Ist das ein langer Ball? Marchetti. Jetzt der Abschluss. Und die Möglichkeit. Beide Teams wechseln. Der Trainer wechselt ein weiteres Mal. Mal sehen, ob es diesmal was bringt. Leroy Sané. Ramsey.
Er geht zum Torhüter. Der Torhüter haut ihn weit raus. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Aubameyang. Mondi. Der Schlusspfiff geht im Jubel der Zuschauer hier fast unter. Sie haben es geschafft. Der Pokal ist da, wo er nach Meinung der Fans hingehört. Ein letztlich verdienter Erfolg und ich habe so das Gefühl, es könnte eine lange Nacht werden. Sie haben das Ding im Sack. Sie sind heute als Sieger vom Platz gegangen und werden jetzt bei der Siegerehrung zu Recht gefeiert. Ein großer Tag für Sie und Ihre Fans und ein weiterer wichtiger Tag in der Geschichte dieses stolzen Vereins.